Ja, und damit sage ich dann Hallo und herzlich willkommen hier bei Tourloxikay auf meinem Kanal zum Dresch-Weihnachtswichteln 2022. Und ja, ihr habt sicherlich schon alles Mögliche darüber gehört. Es gibt ja nun doch schon ein paar Videos dazu. Veranstaltet hat das Ganze wie immer der gute Benutzername. Und ich hatte eigentlich beim letzten Jahr schon eine Einladung, konnte da aber aus persönlichen Gründen nicht teilnehmen und habe damals aber dem Mackie versprochen, dass ich dieses Jahr mitmache. Und ja, jetzt bin ich hier und bringe das ganze System durcheinander. Weil eigentlich wäre ich erst am 20.12. dran mit dem Türchen Nummer 20. Aber wir haben das Türchen jetzt kurzfristig verschoben auf den 17., weil der Hannibal 87, der heute dran wäre, aus mir nicht bekannten Gründen erst am 20. veröffentlichen kann, und deswegen wurde ich gefragt, ob ich stattdessen am 17. einspringen kann, und deswegen bringt es jetzt die ganze schöne Reihe durcheinander, denn eigentlich habe ich mein Spiel von Neko bekommen, der am 19. dran ist, und habe ein Spiel an The Gaming Unicorn verschenkt, die am 21. dran ist, und ich mogel mich jetzt hier einfach so dazwischen. Das ist auf der einen Seite schlecht, weil ich mich kaum vorbereitet habe und das eigentlich alles in Ruhe am Wochenende machen wollte. Und ja, jetzt soll übermorgen das Video rauskommen und ich weiß noch gar nicht, ob ich das heute überhaupt in einer Session irgendwie hinbekomme oder ob ich dann morgen nochmal ran muss und wann ich das dann noch gerendert kriege und hochgeladen und wie lange dann YouTube braucht, bis das Ganze verarbeitet ist. Ich hoffe, dass es dann zeitig am 17. auch wirklich erscheinen kann. Ob zur üblichen Uhrzeit um 11 werdet ihr sehen, vielleicht auch erst später. Schauen wir mal, das wird von YouTube abhängen. Aber nichtsdestotrotz werde ich versuchen, das Beste draus zu machen. Auch wenn ich das Ganze jetzt unvorbereitet angehe. Es kommt mir aber auf der anderen Seite auch ganz gelegen, weil vielleicht hat der ein oder andere jetzt erwartet, wie schon bei mehreren gesehen, dass jetzt hier ein großer Aufwand mit Webcam und hasse nicht gesehen kommt. Hatte ich eigentlich ursprünglich auch vor, ist mir jetzt aber aufgrund der Kürze der Zeit nicht möglich, was mir aber auch wiederum ganz gelegen kommt, weil ich mich momentan so körperlich und mental nicht wirklich in der Lage fühle, hier mit Webcam zu arbeiten, und deswegen werden wir das Ganze heute ohne machen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Gut, ansonsten glaube ich, habe ich es relativ gut erwischt. Danke hierfür an Neko. Ich habe schon so einiges Übles gesehen, wo ich ganz froh bin, dass das nicht mich erwischt hat. So wie es ausschaut, habe ich ein Puzzlespiel bekommen, was jetzt im Vergleich zu anderen Dingen, die ich schon gesehen habe, ganz gut ist. Auf der anderen Seite bin ich natürlich nicht der Riesenfan von Puzzlespielen, nicht weil ich das Zeug nicht mag, sondern weil ich mich manchmal selten dämlich anstelle. Also je nachdem, wir müssen hier ja 45 Minuten Gameplay machen, kann es durchaus sein, dass es schon noch die ein oder andere oder noch viel mehr Situationen zum Kopfschütteln oder Augenrollen oder was auch immer sich ergeben wird. Jetzt aber erst einmal genug gequatscht. Ich weiß sowieso noch nicht, was ich euch im Laufe der ganzen 45 Minuten hier noch alles erzählen soll. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal rein und dann sieht man schon, wir spielen Zenge. Ein Puzzlespiel mit, wenn ich die weißen Punkte hier richtig deute, unendlich, nein, nicht unendlich vielen Leveln, aber auf jeden Fall genug Leveln, dass wir wahrscheinlich die 45 Minuten schaffen werden, weil ich mich, wie gesagt, gerne mal zwischendrin auch ein bisschen dämlich anstelle. Die ersten zwei habe ich hier schon mal ausprobiert, um Ton und so weiter anzugleichen. Es gibt nämlich auch Ton, der wird euch jetzt wahrscheinlich gleich die Ohren wegballern. Ich werde aber versuchen, den auf ein angenehmes Level zu drehen. Und den machen wir jetzt hier mal an. Es ist jetzt nicht besonders schlimm und aufdringlich, sondern eher so aus der Kategorie Fahrstuhlmusik. Ich hoffe, dass man die dann auch hören wird. Ich habe keine Ahnung, ob YouTube meckert wegen irgendwelchen Copyright-Geschichten. Keine Ahnung, das werden wir dann sehen. Falls ja, muss ich mir dann auch noch spontan was überlegen. Und im schlimmsten Fall werden wir dann ein sehr stilles Video genießen müssen. So, jetzt gehen wir aber mal rein in das erste Level.
Ihr werdet es gleich sehen. Wahnsinnig anspruchsvoll. Das erste schaffe sogar noch ich. Und damit ihr wisst, wie lange mein Gesabbel noch ertragen müsst, werde ich hier oben noch so einen kleinen Countdown anfügen. Das heißt, hier oben ist vielleicht gar nicht so gut. Vielleicht sollten wir den woanders hinpacken. Ich schiebe den einfach mal hier rüber. So, wahrscheinlich habt ihr jetzt in der Zeit den Ton nicht gehört, weil ich hier mal ganz kurz am Rumtappen war. Falls ja, bitte ich das zu entschuldigen, falls es weitergelaufen ist. Ich weiß es manchmal nicht bei der Aufnahme, das macht hier ein paar ganz eigenartige Dinge. So, jetzt aber wirklich genug gequatscht, wir fangen mal an. Ganz anspruchsvoller Level, wir schieben das Teil in das dafür vorgesehene Feld, was aber auch tatsächlich nur so als kleine Einführung oder ähnliches gedacht ist. Und wie geht's denn jetzt hier weiter? Ich glaube, ich muss hier draufklicken. Genau. Gut, Level 2 ist, glaube ich, auch noch nicht ganz so anspruchsvoll. Auch das sollte ich noch hinkriegen. Ohne, dass ich jetzt hier einen übermäßigen Hirninfarkt bekomme. Oh, Level 3 ist auch noch. Relativ übersichtlich. Okay. Ah, nein, das ist schon wieder was für. Jetzt geht's schon los. Man muss hier natürlich auch noch die Grenzen beachten, wo das Ganze reinpasst und wo nicht. Hier ist Mitdenken angesagt. Da bin ich ja genau an der falschen Stelle. Okay, gut, vielleicht schaffen wir ja dann doch noch irgendwie die Dreiviertelstunde, weil da werde ich doch mit Sicherheit noch das ein oder andere Mal. Ich verstehe. Die können sich nur anhand dieser Linien bewegen und wenn da was im Weg ist, das funktioniert es nicht. Ja, leuchtet ein. Bis hierhin haben wir es noch verstanden. So, jetzt muss ich hier nochmal ganz kurz. Also bei mir ist die Musik tatsächlich mega laut. Ich hoffe, dass ihr halbwegs damit zurechtkommt. Auch dank meiner Nachbearbeitung. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie, wo, wer, wie, was. Moment mal. Der hier ist auf jeden Fall nochmal im Weg. So viel steht schon mal fest. Dann müssen wir den hier reinschieben. Achso, nee, das funktioniert aber nicht. Okay. Der muss da rein. Dann muss der hier rein. Dann kann der da rein. Und der dorthin. Und dann können wir den da einschieben. Alles klar. Also bis hierhin immer noch schönen Dank an Nico. Noch kann ich geistig mithalten. Auch im fortgeschrittenen Alter kriege ich das hier noch gebacken. So, das schaut hier auch noch relativ einfach aus. Der muss erstmal rein und dann muss er weg und dann kann der hier hoch und dann kann der hier rüber und alles wird grün. Wunderbar. Das haben wir auch soweit noch geregelt. Ja, ansonsten eigentlich soweit ein ganz entspanntes Spielchen, was man hier so ganz gemütlich vor sich hin daddeln kann. Was? Okay, warte, der muss hier weg. Dann muss der da rüber. Dann muss der da rüber. Dann muss der da hin. Dann kann der dorthin. Und dann schieben wir den hier außen rum. Okidoki. Ja, ich wollte gerade sagen, was man hier so gemütlich vor sich hin daddeln kann. Und theoretisch könnte man da hier, weiß der Geier, was nebenbei erzählen. Bloß, wie gesagt, man muss ja hier immer noch die Dreiviertelstunde irgendwie. Vollbekommen. Und hin und wieder sollte ich mich, glaube ich, auch ein bisschen konzentrieren.
Obwohl noch, also noch ist alles im grünen Bereich. Außerdem wüsste ich auch nicht, was ich euch soweit alles erzählen kann. Ich freue mich natürlich, dass ich dieses Jahr mitmachen kann. Wie gesagt, letztes Jahr hat es leider nicht so geklappt. Ganz kurz war ich auch am Überlegen, ob das dieses Jahr was wird. Weil auch dieses Jahr leider mal wieder nicht ganz so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das ist ja öfter mal so, ne? Muss jetzt hier gerade mal schauen. Ja, doch, es geht noch, auch wenn es schon ein bisschen anstrengender wird. Genau, aber ich wollte natürlich dieses Jahr nicht kneifen, weil ich hatte es ja im letzten Jahr schon versprochen und da dachte ich mir, nee, das kannst du jetzt nicht bringen, dass du hier schon wieder einen Rückzieher machst. Und deswegen sind wir diesmal auf jeden Fall dabei und geben hier unser Bestes. So, jetzt schauen wir mal, wie wir das Ding kann man eigentlich. Ne, das bringt uns eigentlich gar nichts, gell? Aber wir können jetzt den da. Ja, warte mal. Aber ich würde echt ganz gerne nebenbei labern, aber da komme ich dann doch durcheinander. Es ist, ich habe es ja schon angekündigt, ich muss mich für solche Spielen immer viel mehr konzentrieren, als ich eigentlich gern zugeben würde. So, jetzt schauen wir mal, den schieben wir einfach mal darüber. Dann schieben wir den hier runter. Und dann sind wir doch schon auf einem ganz guten Weg. Die letzten drei werden wir doch da irgendwie noch hinbringen. Der muss nach oben. Dann haben wir hier noch das obere Eck. Ja, und dann sieht das Ganze doch schon ganz gut aus. Und wir haben tatsächlich schon fast die ersten 10 Minuten geschafft. Vielleicht sollte ich mich nicht ganz so beeilen, nicht, dass wir am Ende die Level ausgehen und ich dann noch einmal von vorne anfangen muss. Was ist denn jetzt das hier? Warte mal, das ist hier da, oder? Nee. Vermutlich wäre es nicht verkehrt, wenn wir als erstes den dahinter bringen. Das sollte doch eigentlich schon mal passen. Und dann können wir den hier da reinpflanzen. Der Rest dürfte dann doch auch nicht mehr so schwer sein. Habe ich jetzt da gerade irgendwas übersehen oder warum ist das so kompliziert gestaltet? Nö, eigentlich sollte das so passen. Alles klar. Gut, ich glaube, ich lehne mich jetzt mal ganz entspannt zurück. Wahrscheinlich werde ich das gleich bereuen, weil dann irgendwas kommt. Wir tun jetzt mal den da runter. Das kann ja nicht so verkehrt sein. Dann tun wir den dahinter. Das kann auch noch nicht so verkehrt sein. Dann kommt der dahin. Und der dorthin. Und der kommt da ganz hinter. Da so. Und hier so. Und da jener. Easy, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich
darf, wie gesagt, den Mund nicht zu voll nehmen, weil ich bin prädestiniert dafür, Dinge herauf. Das war die geistige Herausforderung. Man muss die Teile vorher zusammenbasteln. Alles klar. Gott sei Dank habe ich es noch rechtzeitig gecheckt. Okay, jetzt wird es spannend. Wartet mal. Ich baue das da rüber. Zack, dann bauen wir den da dran. Zack, dann bauen wir den da dran. Dann fahren wir den da rüber. Dann bauen wir den da dran. Dann können wir den hier runterfahren. Zack. Und dann haben wir ein ganzes Stück. Alles klar. Ich habe gar nicht mitgezählt, bei welchem Level wir schon sind. Aber ich lebe noch. Ja, wie gesagt, ich versuche es jetzt einfach nur mal, dass ich nebenher so ein bisschen vor mich hin habe, wenigstens das ein oder andere. Wie gesagt, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich dabei bin dieses Jahr, obwohl es fast nicht geklappt hätte. Weil auch dieses Jahr mal wieder mit Irrungen und Wirrungen voll gepackt war, aber das muss ich wahrscheinlich keinem erzählen, weil das kennt ja jeder so für sich. Und im Großen und Ganzen bin ich eigentlich mittlerweile jetzt ganz froh, dass es langsam dem Ende zugeht. Aber nichtsdestotrotz. Wollen wir natürlich optimistisch bleiben. Und lassen uns davon nicht aus der Ruhe bringen und schauen wir einfach mal, was das neue Jahr so mit sich bringt. Ich bin ja zum Glück bald im Weihnachtsurlaub und kann dann das restliche Jahr ganz entspannt ausklingen lassen. Da freue ich mich auch schon drauf. Und eigentlich wäre ja mein ursprüngliches Türchen quasi mein Urlaubseinstand gewesen. Jetzt ist das Ganze halt, wie gesagt, leider ein bisschen hektischer als geplant geworden. Macht aber auf der einen Seite auch nichts, weil irgendwie passt es zu dem Rest vom Jahr. Von dem her alles gut. Okay, das funktioniert. Und wir werden es jetzt trotzdem halbwegs entspannt zu Ende bringen. Ich hoffe, dass es bei euch soweit alles in Ordnung ist, dass ihr ein einigermaßen akzeptables Jahr hinter euch bringen könnt. Oder wenn nicht ein akzeptables neues Jahr vor euch habt. Zack, der muss da hin. Und eigentlich ist doch so eine Wichtelei eine ganz gute Gelegenheit, dass man so ein Jahr friedvoll ausklingen lässt, zumindest wenn man so ein Spielchen hat wie das hier. Also ich habe ja auch im Rahmen von diesem Trash Adventskalender schon das ein oder andere Spielchen gesehen, wo meine Frosttoleranz relativ zügig überschritten worden wäre.
Und ich auch keine Ahnung habe, ob ich da jemals die 45 Minuten durchgehalten hätte, ohne dass irgendwas an der Wand landet. Aber offensichtlich gibt es einige Leute, die hier eindeutig resistenter sind als ich. Und die haben das Ganze ganz gut gemeistert. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass man hier so ein entspanntes Puzzlespielchen vergönnt wurde, auch wenn ich im Moment gerade noch nicht so sicher bin, ob es hier noch irgendwie so einen versteckten, weiß ich nicht, was gibt, weil eigentlich erscheint mir das hier gerade fast zu leicht, aber offensichtlich bin ich auf dem richtigen Weg. Genau. Ja, ansonsten, was wollte ich noch erzählen? Glaube, wir müssen das erst hier hinpacken, dann müssen wir es da hinpacken. Okay, I see. Ich bin natürlich wieder in meiner üblichen Jahresend-YouTube-Frustration, weil wie die ein oder anderen wissen, zumindest die mich jetzt schon länger kennen. Ein paar Leute sind ja jetzt hier komplett neu, die kannte ich vorher noch gar nicht, die hier beim Wichteln dabei sind. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier drüber nachdenken. Kommt's gleich. Ach, kurze. Jetzt was, glaube ich. Warte mal, habe ich jetzt hier irgendwas übersehen? Muss man das hier so? Ich weiß, dass es dahin kommt, aber ich weiß gerade noch nicht, wie. Wollen wir das hier irgendwie nochmal neu starten? Was? Den hatten wir doch schon. Ja, geht schon los, gell? Kaum fange ich an, irgendwas nebenbei zu labern. Schon klappt hier nichts mehr. Gut. Also, was wollte ich sagen? Die Leute, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich am Jahresende immer in so einer gewissen YouTube-Frustration stecke, weil sich YouTube immer mehr in eine Richtung entwickelt, die mir gar nicht gefällt. Sei es, dass es jetzt momentan sich jeder auf Shorts stürzt, wie bekloppt, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass Shorts auf YouTube nichts verloren haben. Die hätten meiner Meinung nach bei TikTok bleiben sollen. Da waren sie doch eigentlich ganz gut aufgehoben. Aber stattdessen lungern die jetzt hier rum, was ich gar nicht so gut finden kann. Und so als normaler Creator von klassischen Let's Play-Geschichten ist man hier irgendwie dann mittlerweile ziemlich verratzt.
Und das finde ich dann meistens so gegen Ende des Jahres dann doch ein bisschen traurig. Aber auch davon will ich mir nicht die Laune verderben lassen. Weil auf der anderen Seite muss man natürlich auch gestehen, dafür, dass ich hier noch im klassischen Let's Play-Segment unterwegs bin, habe ich eigentlich immer noch verhältnismäßig viele Aufrufe, verhältnismäßig viele Zuschauer. Besonderer Dank geht hier an der Stelle natürlich raus an die Jessie und an Mackie, seine Frau, die aus irgendwelchen mir komplett unerfindlichen Gründen meine Stimme mögen. Das heißt, die müssten eigentlich schon von rechts wegen hier von Anfang bis Ende dabei sein, weil so viel gelabert wie heute habe ich wahrscheinlich schon ewig nicht mehr. Und man muss einfach sagen, dass mittlerweile das Angebot so breit gefächert ist bei YouTube, dass man halt wirklich mit jeder Kleinigkeit zufrieden sein muss, zumindest wenn man kein Geld mit der Chose verdienen will. Aber das will ich ja zum Glück nicht. Und deswegen werde ich der ganzen Geschichte auch noch eine Weile erhalten bleiben, auch wenn ich immer mal wieder am Überlegen bin, ob ich nicht das Ganze doch einfach irgendwann sein lasse. Aber es gibt halt dann immer wieder so Aktionen wie eben dieses Community-Trash-Weihnachtswichteln oder auch das Rennwochenende, was der Rennwochenende, sage ich schon, die Racing-Liga, die der Mac jetzt hier gestartet hat. Jetzt habe ich kapiert, was das Ding von mir will. Oder auch sonstige Geschichten, die man immer mal wieder miteinander oder mit anderen macht, die zwar nicht ganz so regelmäßig stattfinden, wie ich mir das manchmal wünschen würde, aber ich meine, jeder ist in irgendeiner Art und Weise hier. Was? Berufstätig oder anderweitig familiär eingebunden oder gibt auch noch andere Hobbys neben YouTube, ganz klar. Deswegen habe ich mittlerweile auch gelernt, mit kleinen Dingen zufrieden zu sein. Und auch wenn mir das nicht immer leicht fällt und ich manchmal wieder mit mir hadere, was dann aber auch manche Leute wieder belustigt, wenn ich vor mich hin am Gandel bin, gell? Ich werde zwar keine Namen nennen. Ja, habe ich, wie gesagt, trotz aller Unwägbarkeiten des vergangenen Jahres gelernt, mit dem, was da ist, umzugehen und zurechtzukommen.
Ach so, wir müssen es da drüben dran bauen. Hey, wie soll das gehen? Wartet mal. Bin grad. Also, wir tun das jetzt hier dran. Zack, die Bohne. Dann bappt das da dran. Ah, und dann tun wir das da dran und dann klappen wir das zurück, Karims, und dann klappen wir das zurück, Karims, und dann klappen wir das nochmal zurück und dann ist fertig. Ah, jetzt ist ja total easy. Boah, ich bin echt froh, dass ich mittlerweile schon so weit gekommen bin, ohne dass ich jetzt hier irgendwie größere Augenroller erzeugt habe. Hoffe ich zumindest. Was? Wir klappen. Nein, das haut schon mal nicht hin. Was? 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 Ach so. Cool, einfach durch rumprobieren. Ich hätte nicht gedacht, dass das so klappt, aber offensichtlich waren wir doch auf dem richtigen Dampfer. Okidoki, dann klappt man das hier mal so rein. Ich gebe es jetzt auch einfach auf, dass ich nebenbei irgendwelche großen Storys erzähle, weil ich denke, ich merke doch immer wieder, dass ich mich dann zwischendurch doch mal konzentrieren muss. Den Klapperich, dann machen wir nochmal den Klapperich. Ich hatte ja sowieso beschlossen, eigentlich wollte ich jetzt noch so den einen oder anderen Text hier verlieren, weil ich ja dieses Jahr kein Weihnachts-Special irgendwas Video machen wollte, wie ich das sonst immer gemacht habe. Weil nein, das klappt so nicht. Aber so könnte es klappen. Ach so, ne. Auch dieses zu den eher frustrierenden Momenten gehört habe und ich rede jetzt einfach weiter, ne, ich hoffe es stört euch nicht. Ne, so kommen wir da nicht hin. Drehen das jetzt nochmal hier und dann wartet mal so, zack, zack. Habe ich mir gedacht, okay, machen wir das hier als Ersatz für das Weihnachtsvideo. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich mich jetzt hier dann doch so konzentrieren muss. Und deswegen gibt es jetzt hier keine weihnachtliche Ansprache. Ein paar Dinge bin ich ja dann doch noch losgeworden. Grüße gehen natürlich immer raus an all diejenigen, mit denen ich regelmäßig zu tun habe. Und die wissen ja so oder so, dass sie gemeint sind. Jetzt schauen wir mal. Das sollte eigentlich hier so passen. Thank you.
Deswegen muss ich da jetzt hoffentlich. Das müssen wir noch drehen, dann kommt es daran. Die nicht alle einzeln erwähnen, weil die Leute, die regelmäßig mit mir zu tun haben, wissen ja, dass sie regelmäßig mit mir zu tun haben. Bin ich jetzt gerade hier dumm? Dann schieben wir das so hin und dann drehen wir das halt. Dann drehen wir das um und dann ist alles im grünen Bereich. Genau, deswegen würde ich sagen, wir bringen jetzt hier einfach gemütlich die Viertelstunde noch zu Ende, die wir noch haben, oder knapp Viertelstunde. Und dann werde ich euch allen noch schöne Weihnachten wünschen. Hoffen, dass ich das ganze System hier nicht so sehr durcheinander gebracht habe. Und Wett. Wir poppen das jetzt einfach mal hier rein, ob es richtig ist oder nicht, weiß ich noch nicht. Okay, das gehört da rein. Genau, ne, bringen wir das hier anständig zu Ende und lassen dann einfach die komplette Weihnachtsschoße gemütlich vor sich hin ausklingen. So, ich muss jetzt aber hier trotzdem mal. Glaube. Ne. Never. Okay, dann zack. Zack. Was? Okay, das kommt da hin. Ach, das gehört da hin. Ja, leck mich doch an die Füße. Wie soll ich ihn? Zusammenbappt. Okay, jetzt pass auf. Wenn wir die zusammenbappen müssen, dann müssen wir das ja quasi so, jetzt pass auf. Dann haben wir das hier drin. Okay, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Jetzt kommen wir so langsam näher, genau, und dann klappt man die ganze Scheiße hier weg. Kriegt es schon rein? Wir haben ja noch 10 Minuten. Ah, geht doch. Habt ihr gedacht, ne? Das schafft er nicht. Ich möchte mich jetzt an der Stelle auch nochmal ganz explizit für die Musik entschuldigen. Also wenn es bei euch auch so rauf und runter geht mit der Lautstärke, wie das jetzt bei mir hier tut. Ich schwöre Stein und Bein,
Ich habe und werde versuchen, das so gut es irgendwie geht, nachzujustieren. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das hinkriege. Weil da müsste ich wirklich jede einzelne Schwankung erfassen und dann entsprechend nachbessern. Und ob ich das in der Kürze der Zeit noch schaffe, kann ich euch ehrlich gesagt nicht versprechen. Aber ich werde mein Möglichstes tun. So, wo ist denn jetzt hier? Das Stückchen bist du. Dann kann man dich doch einfach hier reinpacken, ne? So. Und das Stückchen bist du. Also du musst jetzt erstmal dahin. Und dann müssen wir dich eigentlich nur drehen. Und dann musst du dahin. So, und wie geht's dir? Das sieht bis hierher eigentlich ganz gut aus. So, und dann haben wir hier ein Stückchen, das möglichst ganz dahinter muss. Dann haben wir das, das können wir aber nicht dahin tun. So, dann haben wir jetzt da. Achso, nein, das hilft uns gar nichts, das braucht man so rum. Das sollte dann auch gehen. Und das hier braucht man dann auch einmal gedreht. Und einmal geklappt. Oh, falsch. Müssen wir auch am richtigen Punkt anhaken. Und dann sieht es doch gut aus. Es sah jetzt auf den ersten Blick tatsächlich komplizierter aus, als es ist. Wett. Ach so, das ist sowas wie ein Teleporter oder wie? Ah. Ich verstehe. Okay, bis hierhin war es ja noch ganz einfach, aber ich hoffe oder ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich jetzt dann meine 45 Minuten geschafft habe, weil. Nein, okay, wir gehen auf den Teleporter und dann werden wir den aktivieren und dann hüpft es dahin. Alles klar, und wenn wir den zurück aktivieren, hüpft es wieder dahin. Dann können wir das hier rüberfahren, dann teleportern wir. Und dann sollte das passen. Genau. Alles klar. Bis hierhin geht's noch. Und ich hoffe, wenn ich jetzt ein bisschen langsamer mache und ein bisschen langsamer rede, dass die Zeit dann abgelaufen ist, bevor ich zu den Teleportern mit drehen komme, weil dann, glaube ich, bin ich irgendwie verloren oder so. Warte, was? Okay, ich schubere das hier rüber. Dann kann ich das hier hin teleportern. Dann steckt man das da rein, damit wir das hier hinkriegen. Und dann teleportieren wir das auf die andere Seite. Hallo. Und dann ist alles gut, ja. Auch bis hierhin klappt es noch ganz gut, aber ich fürchte, ich bin zu schnell. Und wir werden das Ganze hier abschließen mit einem Level, an dem ich kläglich scheitere. Oh mein Gott. Sollte die Reihenfolge beim Teleportieren nicht völlig egal sein. Das heißt, von rechts wegen sollte ich doch jetzt hier machen können, wie ich lustig bin, weil es ja sowieso teleportiert. Okay, er macht sogar leichter, nicht komplizierter, auch schön. Weiß.
könnten wir jetzt hier mal ganz kurz, ich muss mir das mal hier. Okay, die Kringel waren schon an der Stelle, wo sie hin sollen. Das Ding. Hä? Ich glaube, ich check's heute nicht. Aber wir schieben jetzt mal das hier dahin. Dann teleportieren wir das mal hier hin. Dann machen wir den da rein und teleportieren das dahin. Dann bappt es da schon mal fett dran. Okay. Wo gehört es drum hin? Jetzt habt ihr euch verraten. Hihihi. Okay, wir bappen das da rein. Was aber immer noch nicht die Problematik löst. Ach doch, löst schon, alles klar. Zack, wir tauschen die zwei aus. Dann schubert man das hier schon mal in die Mitte. Das hier schubert man darüber. Dann kommt es dahin. Dann teleportern wir den ganzen Spaß mal hier rüber. Und zack. Und dann kommt es hier dahin. Und dann kommt es hier dorthin. Und dann machen wir hier so. Und einmal den. Und dann noch das hier. Und dann haben wir auch die Doppel-Null geschafft. Ja, und dann haben wir noch 2 Minuten 45. Das heißt, eine oder zwei wird sich vermutlich noch ausgehen. Sieht gerade eher so aus nach einer. Okay, ich fahre jetzt einfach mal hier rüber. Da kann man noch nicht viel falsch machen, glaube ich. Spannend werde, wo diese Stücke da hinkommen. Weiß noch nicht. Das fahren wir jetzt mal hier hin. Wir teleportern das mal hier hin. So, jetzt pass mal auf. Das muss auf jeden Fall da dran, so. Und zwar auch in der Art und Weise. Dann fahren wir das mal darüber. Dann fahren wir das hier hin. Dann fahren wir. Ach, jetzt check ich's. Das kommt weg. Das kommt dahin, das kommt dorthin, das kommt so hin. Und dann haben wir das doch geschafft. Dann geht sich ja tatsächlich noch ein zweiter Level aus. So, und dann. Könnten wir das so rumdrehen. Nein, das drehen wir nicht so rum. Das drehen wir so rum. So, jetzt pass auf. Na, eben nicht. Wir gehen dahin, drehen das einmal. Ne, so geht's ja überhaupt nicht. Aber es muss doch. Egal. So, das funktioniert ja. Hey, das funktioniert ja gar nicht. Ah. Wartet mal. Wir machen das jetzt trotzdem hier hin. Dann drehen wir die Schose. Dann kommt es dahin.
dann teleportieren wir das hier zurück. Fahren das wieder hier drüber. So, dann fahren wir das da dran. Jetzt ist die Frage. Ich fahre jetzt das mal weg. Wenn ich das dahin porte. Wenn ich möchte das erst drehen, dann porte ich das dahin. So. So. Das kommt jetzt erst einmal komplett weg, weil wir das jetzt hier nicht brauchen. Das wird gedreht und das pappt man dann da dran. So, und jetzt müssen wir das einmal drehen. Dann kommt es dahin. Und dann machen wir das noch. Was? Nein, so rum. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Und eigentlich sollte da rechts oben jetzt endlich geschafft stehen. Aber ich habe, glaube ich, die Schrift gerade ein bisschen zu groß gewählt. Hätte ich mir vielleicht im Vorfeld überlegen sollen, dass das nicht ganz ins Bild passt. Aber egal, ich kann es euch ja jetzt so sagen. Gut, dann haben wir die 45 Minuten voll. Von meiner Seite nochmal danke an den Nico, dass ich eigentlich halbwegs verschont wurde. Es war tatsächlich ein ganz entspanntes Spielchen für zwischendurch. Kann man mal machen. Ich konnte nicht so viel labern, wie ich mir das vorgenommen habe. Ist auch ein bisschen der Zeit geschuldet. Wäre das ursprüngliche Datum geblieben, hätte ich mich besser vorbereitet. Und kann mich an der Stelle nur nochmal entschuldigen und bitte das nachzusehen. Aber ich hatte es auch jetzt irgendwie für blöd gefunden, wenn man dann am 20. zwei Türchen gehabt hätte und am 17. kommt eben gar nichts. Deswegen lassen wir es jetzt mal so, wie es ist. Ich hoffe, wie gesagt, ihr seht es mir nach und ja, schauen wir mal, was beim nächsten Jahr so auf uns zukommt. Aber bis dahin ist zum Glück ja noch eine Weile hin. Jetzt bringen wir erstmal dieses zu Ende. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Trash Weihnachtswichtel Adventskalender. Guckt euch die Videos an, die ihr noch nicht gesehen habt. Guckt hoffentlich auch dieses an. Lasst mir einen Daumen und einen Kommentar da. Und guckt natürlich auch die noch kommen. Und dann wünsche ich euch jetzt schon mal für alle die, die vielleicht nicht mehr hier vorbeischauen, eine schöne restliche Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest. Kommt's gut ins neue Jahr, rutscht's gut rüber, lasst es euch gut gehen, genießt euren Urlaub, sofern ihr einen habt. Und ja, ich sage an der Stelle wie immer danke fürs Zuschauen, macht's gut und vielleicht ja bis irgendwann mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Bis Danny, ciao ciao und schöne Weihnachten.